Und die Menschen hier sind noch auf einer ganz anderen Lebensstufe. Sie haben hier doch wahrscheinlich keine Freunde gefunden. Also Freunde, was ich unter Freundschaft verstehe, eine geistige Freundschaft, möchte ich sagen, finden Sie doch hier überhaupt nicht weit und breit. Ja, nun also, wenn Sie Freund sagen, sehen Sie, ich nenne in meinem ganzen Leben niemanden Freund, denn für mich bedeutet Freund sehr viel. Für mich bedeutet ein Freund, müsste sein wie eine Mutter. Wenn ich des Mordes angeklagt bin, dann kommt meine Mutter ins Gefängnis und sagt, hast du's getan? Wenn ich sage ja, sagt sie, armes Kind. Wenn ich sage nein, glaubt sie mir. Und so müsste ein Freund sein. Deswegen sage ich, ich habe Bekannte, ich habe gute Bekannte, ich habe sehr gute Bekannte. Aber sehen Sie, ob ich nun hier auf Sardinien lebe, oder ob ich in Paris lebe, oder wo ich auch immer lebe, in Wirklichkeit sind wir Menschen uns ja doch meistens Fremde. Und es ist ganz selten, dass man, und das meistens dann schon bei der ersten Begegnung, dass man irgendwie seelenverwandte Menschen findet. Und die kann man natürlich überall finden. Deswegen bedrückt mich das nicht. Nun ist natürlich Sardinien, mich hat das Leben immer, oder sagen wir das Schicksal, hat mich immer irgendwohin getragen. Und so bin ich nach Sardinien gekommen, und so bin ich hier, und so bin ich in früheren Zeiten mal da, mal dort gewesen. Wo waren Sie überall? Och, nicht viel. Ich habe in Paris gelebt, da habe ich als Immigrant gelebt, 3 Jahre. Ich war in Österreich, ich war in der Schweiz, habe 7 Jahre in Amerika gelebt, und ich habe auf Capri gelebt, ich habe auf Ischia gelebt, ich habe in Venedig gelebt. Also so ein bisschen überall, so ein bisschen, aber nie kurz. Schreiben Sie gerade an einem Buch, oder haben Sie mehrere Sachen in Arbeit? Ich weiß nicht, wie Sie arbeiten. Manche Schriftsteller arbeiten gewöhnlich an 2, 3 Sachen zugleich. Manche arbeiten nur an einer Sache. Wie ist das bei Ihnen? Das ist bei mir eine Katastrophe, wenn Sie fragen, wie das bei mir ist. Ich habe für mich, also wenn ich Bettler bin oder Millionär, würde ich immer schreiben. Das ist eigentlich mein Leben. Aber ich habe durch diesen sehr großen Schock, habe ich seit 45 nicht mehr schreiben können. Und das ist also eine sehr, sehr traurige Sache. Deswegen schreibe ich auch jetzt nicht. Was ich tue, ist, ich habe noch eine ganze Menge Manuskripte. Diese Manuskripte feile ich und versuche sie also abzuschreiben und ins Reine zu schreiben, sodass sie druckreif werden. Flucht in die Einsamkeit, vorgeschlagener Titel, der symbolische Roman eines Menschen unserer Tage. Und da ist das erste Buch, da ist noch was anderes. Was ist das denn, Herr Kuppe? Das ist da drittes Buch, Flucht in die Einsamkeit. Das hat jemand vorgeschlagen, ich halte es aber nicht gut. Ich möchte es nennen, wie es ursprünglich war, die Legende vom einsamen Wanderer, ein Märchen für Erwachsene. Und das klingt das sehr hübsch, etwas, der Titel ist etwas anderes. Aber das hat also 3, das besteht aus 3. Ja, das hier, das sind... Was ist das? Das hier. Reime. Das sind Reime, ja. Darf ich mal jetzt... Bitte, schauen Sie mal. Wir fürchten alle des Schicksals Hand, und lange währt es, bis wir erkannt, dass Finger wir sind an des Schicksals Hand. Die Freuden wie die Leiden, all haben sie ihren Preis. Wir nehmen und geben, doch keiner weiß wofür, wofür wir mit Qualen bezahlen, wofür man Freude uns schenkt. Es sind Gedichte, hübsch. Und das da? Vom Sinn des Lebens. 3 Wärmen sind in uns, des Blutes, des Geistes, der Seele. Wärme der Seele ist Kind aus Wärme des Blutes, und Wärme des Geistes, denn Seele ist geboren aus Blut, aus Geist. Wärme des Blutes ist brennendes Feuer, Wärme der Seele ist wärmendes Feuer, Wärme des Geistes ist Licht. Leuchtendes Feuer. Licht löst Freude. Freude löst Glück. Glück löst Harmonie. Harmonie ist Seligkeit. Das ist aber schön.
Freut mich, gefällt mir aber sehr gut. Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Die Legende vom einsamen Wanderer, würden Sie da ein bisschen lesen, Klaus? Ja, ich muss mal sehen, ich muss nur mal... Ja, also, wissen Sie, das sind drei Bücher. Also, guck mal jetzt in das erste Buch rein. Das erste Buch heißt Nikita. Das ist ein Mann, der unter einer Zypresse sitzt. Und da kommen Menschen und fragen ihn. Und da fragt ihn jemand irgendetwas. Und antwortet er mit einem Gleichnis. Der Jüngling trat hinaus ins Leben und sprach: Ha, ich will ein Kämpfer werden, ein Sieger. Und er erwartete das Leben, meinte, es sei ein reißender Löwe oder ein grimmer Bär. Doch das Leben kam zu ihm in seiner Vielgestalt, in der großen Kleinheiten. Es kam als ein Haufen Ameisen. Und er lachte und fand es zuerst unwürdig, sich auch nur zu rühren. Doch nicht lange verharrte er so. Dann war er gezwungen, den Kampf zu beginnen. Es war ein langes Ringen und dauerte vom Morgen des Lebens bis zum Abend. Er unterlag nicht, er siegte auch nicht, er kämpfte nur. Denn es bedarf eines Weisen, um in solchem Streite Sieger zu werden. Wer aber wurde weise? Wer? Wir wurden es nicht. Wir wurden nur Greise. Wer aber will uns darob schelten? Nicht immer ist der Nagel schuld, wenn er krumm wird. Oft ist es der Schlag des Hammers, der zu hart für ihn war, oder das, durch das er zu dringen hatte, war zu unerbittlich. Da nickten die Alten, die Männer und Weiber und so weiter, war hast du erzählt und so weiter. Herr Kupfer, Sie haben da ein Buch liegen, darf ich das mal sehen? Die Tierbrüder, eine Betrachtung zum ethischen Leben. Im Hans-Georg Müller Verlag, Greiling bei München. Darf ich mal was? Ja. Das ist ein ganz kleines Bild. Schlag mal irgendwas auf. Meine Lieben, mein Lieber, ich habe deine Einwände vernommen. Du sagst Dinge, die ich fast erwartete zu hören. Denn alle Welt denkt so und erwidert mir, genau wie du mir erwidert hast. Es hat mich ein wenig traurig gemacht, denn ich hoffte, dass du näher einem Verstehen sein würdest, näher als alle Welt. Und nun, da aber alle Welt wie du fragst und sagt, müsst ihr wohl ein Recht dazu haben, scheint es euch doch völlig natürlich in dieser Art zu denken. Ich will also nicht länger traurig darüber sein, dass auch du so sprachst. Ich will dir antworten und erklären. Du sagst, das Tier sei geschaffen, dem Menschen als Nahrung zu dienen. Entschuldige, aber als ich diese Stelle las, habe ich herzlich gelacht. Wohl gebe ich zu, dass im Haushalt der Natur nichts ungenutzt bleibt, dass also auch der Kadaver des einen Geschöpfes dem anderen als Nahrung dient. Ja, dass sehr oft ein Tier das andere tötet, um in den Genuss seines Fleisches zu kommen. Ich gebe auch zu, dass dies im Gesetz der Natur vorgesehen ist. Selbst ein solch gewaltsamer Tod ist einberechnet, dieses Sterben, um als Nahrung zu dienen, statt eines Todes, der später durch das Altern erfolgen und so gut wie keinen Nutzen mehr stiften würde. Das alles sehe ich ein. Jedoch deine Formulierung, das Tier ist geschaffen, dem Menschen als Nahrung zu dienen, sie kommt mir vor, als würde ein Löwe oder ein Raubtier sich die Lippen lecken und sagen, der Mensch ist geschaffen, uns eine gute Mahlzeit zu liefern. Würdest du bei solch einem Ausspruch nicht lachen? Und siehst du, ich lachte auch. Geschickt greift er den Angelhaken, treibt ihn mit dem Käfer durch den Leib, gerade in der Mitte. Das Tier bewegt Beine und Fühler wie rasend, öffnet die Flügel, als wolle es fliegen. Der Angler lächelt, ja, das kannst du jetzt nicht mehr. Dann wirft er die Schnur aufs Wasser. Ganz selten ist es, dass jemand einen Aal köpft. Gewöhnlich versucht man, ihn durch Schläge auf den Kopf zu betäuben oder dadurch, dass man ihn auf den Boden wirft. Dann, bitte, es ist ein alter, ganz gewöhnlicher, gedankenlos geübter Küchenbrauch, zieht man ihm lebend die Haut ab. Und dann wirft man ihm lebend
in den Topf oder in die Pfanne. Lebend. Man muss den Deckel gut zubinden oder mit Steinen und anderem Gewicht beschweren. Denn der Aal in seinem qualvollen Schmerz bäumt sich mit ganzer Lebenskraft auf, windet sich, zuckt, schnellt hoch, stemmt sich gegen das höllische Gefängnis, versucht ihm zu entfliehen und es zu sprengen. Warum soll ich, der ich glücklich bin, wenn ich nicht verfolgt werde, andere Geschöpfe verfolgen oder verfolgen lassen? Warum soll ich, der ich glücklich bin, wenn ich nicht gefangen werde, andere Geschöpfe fangen oder fangen lassen? Warum soll ich, der ich glücklich bin, wenn niemand mir ein Leid zufügt, anderen Geschöpfen Leid zufügen oder zufügen lassen? Warum soll ich, der ich glücklich bin, wenn ich nicht verwundet und getötet werde, andere Geschöpfe verwunden oder töten oder für mich verwunden oder töten lassen? Sie sagten mir, Sie würden keine Blumen abschneiden. Warum? Ja, ich schneide keine Blumen ab, weil ich denke, erstens gehören die Blumen dort, wo sie sind und freuen sich dort ihres Lebens, drehen sich dort nach der Sonne, schaukeln im Wind, sind von Bienen besucht, von Käfern. Und dann habe ich das Gefühl, dass ich ihnen weh tue, dass sie leiden. Genauso ist es mir zum Beispiel schrecklich, wenn ich grünen Spinat sehe und wenn ich sehe, wie jemand mit kochendem Wasser diesen grünen Spinat übergießt, wie der dann stirbt, wie er welkt. Und deswegen, wenn ich Blumen schenke, schenke ich Topfblumen, mit einer einzigen Ausnahme. Wenn ich jemanden, der sterbend ist oder sehr, sehr krank ist, besuche, dann ist es möglich, dass ich Blumen, geschnittene Blumen kaufe, geschnittene Blumen mitbringe, weil ich gemerkt habe, dass die Blumen, das klingt vielleicht lächerlich, aber dass die Blumen es empfinden. Und dass die Blumen diese Aufgabe empfinden, die sie haben, und dass sie dann in solch einem Fall dauern sie gewöhnlich länger noch als in der Natur draußen. Mitleid mit Spinat? Das klingt paradox und ist es doch nicht. Erst kürzlich gab es einen Fernsehbericht über jüngste Erfahrungen der Wissenschaft. Pflanzen empfinden psychisch. Sie erkennen ihren Herrn und zeigen Schmerz, Schrecken und Freude. Herr Kupfer, wovon ernähren Sie sich? Was essen Sie? Ja, ich esse alles, was nicht gelitten hat und was nicht getötet wurde. Also ich esse viele Früchte natürlich. Ich esse auch, also sagen wir Brot. Ich esse auch, ich nehme auch Milch, weil ich habe auch eine Zeit lang keine Milch und keine Butter genommen, weil ich glaubte, dass deswegen vielleicht Kälber getötet werden, aber es ist nicht so. Ist das Ihre Küche da hinten, Herr Kupfer? Ja, aber einen Augenblick. Hinter dem Vorhang verborgen. In dieser ägyptischen Finsternis kann man nichts sehen. Augenblick. Es dauert immer eine Weile, bis die Gaslampe... Haben Sie gehört? Ja, ja. Ich nehme die Gaslampe an und muss die andere auch noch anzünden.